Hallo und herzlich willkommen. Ja, Lach-Yoga, Liebe, Vishwa-Prem, Entwicklung. Wie weit ist Lach-Yoga überhaupt ein ernstzunehmender Weg des Yogas? Und was ist überhaupt Yoga überhaupt? Nein, ich werde nicht alle Fragen hier jetzt in einem Video beantworten. Dazu würde das Video doch ein bisschen zu lang. Ja, was allerdings wichtig ist, sind zwei Aspekte, wenn wir das Lach-Yoga mal einordnen wollen. Zum einen ist, warum möchtest du Lach-Yoga machen? Und zum anderen, aus welchem Erfahrungswinkel, aus welcher Brille schaust du auf Lach-Yoga? Lach-Yoga kann man aus verschiedenen Gründen ansteuern. Man hat irgendwo gehört, Mensch, da kannst du einfach viel Spaß haben, ohne dass da irgendwie so ein Witz ist. Da werden so Übungen gemacht und dann lachen alle und das macht richtig, richtig Laune. Ich bin richtig klasse entspannt anschließend und fühle mich wunderbar. Hey, komm für auch mal vorbei. So, das wäre eine Möglichkeit. Dann kannst du sehen, oh, das ist aber gar nichts für mich. Oder du sagst, hey, wow, das war ja super, klasse, da bin ich dabei. Machen wir weiter. Oder du kommst eben zum Lach-Yoga, weil ja, Lach-Yoga gegründet worden ist, unter dem Aspekt herauszufinden, ja, stimmt das denn mit Lachen ist die beste Medizin? Und das könnte für dich ein Durchbruch sein, dass du merkst, wow, das tut mir richtig gut. Ich bin das erste Mal seit langem wieder richtig guter Laune gewesen. Oder ja, du machst Lach-Yoga eben mehr aus dem Aspekt heraus, Mensch, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte ja wirklich auch lachen können, wenn ich gar nicht so mir das nach Lachen zumute ist. Und ich möchte aber trotzdem ein bisschen mehr Freude wieder haben. Ich möchte vielleicht aus der Trauer, aus dem Ärger, aus welchem auch immer negativen Gefühl wieder herauskommen und möchte ja selber wieder Freude spüren können. Ja, das sind alles Dinge, warum man vielleicht Lach-Yoga machen möchte. Oder eben, dass man sagt, ja, ich möchte mich mehr erfahren, möchte ja Werkzeuge in die Hand bekommen, mich weiterzuentwickeln, dass ich Dinge nicht so an mich heranlasse und dass ich da sagen kann, okay, ja, das ist so, aber trotz allem kann ich ja fröhlich sein. Also eine Entwicklung, in die du anstrebst. Ja, und wir im deutschsprachigen Raum kennen zumeist Yoga als Weg der ja, entsprechenden Körperübungen, Atemübungen und ja, ein bisschen Aufmerksamkeit lenken, vielleicht ein wenig meditative Elemente und schauen dann jetzt, kommen zu einer Lach-Yoga-Stunde, haben unsere Yogamatte unterm Arm und jetzt ist da so eine Lach-Yoga-Stunde, die draußen komplett im Stehen ist oder manche sitzen auch dabei und gar nichts mit Liegen, mit entsprechenden Körperübungen dabei, sondern einfach nur, ja, komische Lachübungen. Also, sorry, wie kann ich denn da was für meinen Körper tun, ne? Geht enttäuscht fort. Und der Nächste sagt, ja, hallo, das ist doch kein richtiges Yoga. Du musst doch da entsprechend das oder das oder das machen, damit das auch für denjenigen als Yoga zählt.
Es gibt verschiedene Wege des Yogas. Und natürlich darf man sich erst einmal darüber einig werden, was denn Yoga heißt und was es denn bezwecken soll. Warum habe ich das gestartet? Und immer das im Hinterkopf behalten. Und das wäre schön, wenn mir jemand vorher sagt, mit welchen Erwartungen er sie zum Lach-Yoga kommt, zu der ersten Lach-Yoga-Stunde. Ja, und dann ist meine Antwort meist, dass du es nicht beim ersten Mal komplett erfassen kannst, was da alles drin steckt. Und ja, ich empfehle auch immer, wieder noch zu anderen zu gehen, um ja nochmal einen anderen Ansatz des Lach-Yogas kennenzulernen. Denn auch das ist Vorteil, Nachteil. Wir sind als Lach-Yoga-Leiter, Leiterinnen recht frei in dem, wie wir unsere Lach-Yoga-Stunde entsprechend zelebrieren, durchführen. Und ja, da hat natürlich jeder seine eigenen Lieblingsübungen. Das können dann Übungen sein, die dir nicht so zusagen, wo du sagst, nee, das ist aber nicht meins. Und ja, machst diese Übung, machst diese Stunde, machst den Leiter, Leiterin, ja, gleichzusetzen mit, das ist Lach-Yoga, obwohl vielleicht Lach-Yoga noch viel, viel mehr zu bieten hat. Ich mache zum Beispiel einen Unterschied zwischen einer Stunde, die ich draußen abhalte im Park und einer Stunde, die ich bei mir in geschlossenen Räumlichkeiten abhalte, weil ich dann da ganz anders arbeiten kann. Und ja, manche Lach-Yoga-Leiter, Leiterinnen, die kommen ja auch aus einer anderen Ecke heraus und nehmen Lach-Yoga so ein bisschen mit hinzu. Und ja, da könnte es sein, dass du an jemanden kommst, die jetzt zum Beispiel aus der musischen Ecke kommt und ja, mehr die Freude durch das Singen, gemeinsame Singen entsprechend dir näher bringen möchte. Und du sagst aber, ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt mit Singen zu erreichen ist. Das ist nicht meins. Und kehrst dich davon ab und sagst, nee, wenn das Lach-Yoga ist, nee. Ja? Und ein anderer kommt eher eben aus der Hatha-Yoga-Szene und macht mit dir wirklich Hatha-Yoga Übungen, Körperübungen und baut dann eben das Lächeln mit ein. Oder zum Schluss der Stunde kommen nochmal ein paar angepasste Lach-Yoga-Übungen. Und du sagst, das ist aber, so habe ich mir das auch nicht vorgestellt, aber ja, spannend, ne? Und ja, bleibst vielleicht dabei. Oder eben, nee, das ist es nicht für mich, weg. Ne? Und der Nächste, der versucht doch immer noch so ein bisschen so lustig zu sein, weil er eben vielleicht, so wie ich jetzt aus der Clowns-Ecke kommt, so läuft dann mit bunten Klamotten rum, macht vielleicht noch, macht ein bisschen mehr Tralala und verrückte Übungen, ne? Wo wir denken, was ist das denn, ne? Ich mache mich doch hier nicht zum Affen, ne? Und schon hast du für dich die Entscheidung gefällt, nee, das ist es nicht für mich. Ja, ich lade dich herzlich ein, die verschiedenen Aspekte kennenzulernen. Schau dir mal meine ganzen alten Videos zum Thema Lach-Yoga an. Dann wirst du etliches finden, wo du einfach mal sehen kannst, okay, macht diese Übung für mich Sinn? Macht die Erklärung für mich Sinn? Ist es mehr so, dass du sagst, okay, wow, diese Sache, dass ich das ja auch einfach nur im Kopf machen kann. Ich muss ja gar nicht laut lachen. Ich kann ja
auch nur im Kopf lachen. Wow, das ist was für meine Meetings, die so langweilig sind. Dann mache ich das Lach-Yoga im Kopf. Was auch immer. Ich möchte dir auch gerne die Verzahnung beibringen, dass eben, ja, der Aspekt Liebe, der nicht so deutlich genannt wird im Lach-Yoga, auch eine große Rolle für mich spielt. Ich habe für mich eben festgestellt, Mensch, wenn da jemand mich freundlich anlächelt, ja, dann ist der mir sympathisch. Dann mag ich den auch sofort lieber. Ja? Und ja, natürlich kann auch etwas dabei passieren, dass sich da zwei Menschen finden und sehr sympathisch finden und zusammenkommen. Es kann aber auch sein, dass jemand das für sich so interpretiert, dass der andere einen mag und man selber aber gar nicht da so drin ist, sondern einfach nur freundlich miteinander umgegangen ist, liebevoll miteinander umgegangen ist, ohne von dem anderen irgendwie die Idee zu haben, ich möchte mit dir zusammenkommen. Das ist so ein kleiner Stolperstein, der da auch immer mit hineinspielen kann. Nichtsdestotrotz ist es eben etwas sehr, sehr Schönes, dass wir ja liebevoll miteinander umgehen können, anstatt uns die Köpfe einzuhauen. Und das ist ja auch eben ein Ziel vom Lach-Yoga, Frieden, sogar den Weltfrieden anzustreben. Aber ja, vielleicht erstmal auf der eigenen Ebene zufrieden zu sein, in Frieden zu sein und dann auch mit den anderen friedlich entsprechend miteinander umzugehen. Denn das hat der Gründer vom Lach-Yoga auch relativ schnell gemerkt. Es reicht ja nicht aus, dass wir da in einer Lach-Yoga-Stunde gemeinsam lächeln und anschließend uns ja in irgendeiner Form dann die Köpfe einschlagen oder eben übereinander herziehen. Hast du das gesehen, wie der und wie, bla 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 und ne, all das. Und dann dahin gekommen ist, okay, ja, die innere Einstellung, also das Ziel. Und da ist eben das, was Yoga ausmacht, heißt, ja, wir sind eins. Wir sind mit dem Gesamten verbunden. Und dieses Fühlen der Verbundenheit, das eben auch in der Meditation entsprechend anzuleiten. Also, da sind viele verschiedene Aspekte drin und es kommt eben darauf an, ja, wie du das Lach-Yoga ausführst, mit welchem, ja, Ziel du da rangehst und ob du vielleicht auch dieses Ziel mitgehen möchtest, der Entwicklung, der Weiterentwicklung und des Annehmens, dass wir alle verbunden sind. Du bist ich, er ist ich, sie ist ich. Und ja, das eine Ganze ist da im Vordergrund. Dieses Erkennen können, hey, so verschieden wir sind, so sind wir doch eins. Und das kann man jetzt, sag ich mal, natürlich auf unterschiedliche Wege angehen. Und ja, dann kommt automatisch auch die Liebe da wieder mit hinein. Im Lach-Yoga wird jetzt nicht so sehr stark auf bestimmte religiöse Elemente eingegangen. Und aus meiner Sicht, auch aus der Sicht des Gründers, kann eben jeder seine ganz eigene Religion haben und trotzdem das Ziel des Lach-Yogas, nämlich ein friedliches Miteinander, dadurch unterstützen.
Ja, und in einem kleinen weiteren Video werde ich dir mein Lieblingsmantra oder Bajan entsprechend mal näher bringen. Und ich freue mich, wenn ich ja, Reaktion von dir bekomme, freue mich von dir zu hören, warum du da vielleicht einsteigen möchtest mit in solche Übungsprogramme von mir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und freue mich von dir zu hören. Bis dann.